Willkommen zurück, Freunde, zu Saw 2. Wir haben im letzten Part Blalock, genau, der ist Blalock. Die haben wir gerettet, richtig souverän, beim zweiten Versuch. Und ich glaube, wir müssen hier lang, oder? Die hat doch die Tür hier gerade geöffnet. Und hier waren wir auch noch nicht, wenn mich nicht alles täuscht. Lalala, sind hier irgendwo Puppen? Ich sammle gerne Puppen. Eigentlich nicht, aber ihr schreibt immer, dass ich blöd bin und Puppen übersehe. Und die Tür geht aus Geistern zu. Wäre cool, wenn das Schwein irgendwie dahinter stand. Aber dann wäre es natürlich irgendwie, dann müsste es ja so sein, dass ich, wenn ich dahinter geguckt hätte, zufällig, dass dort das Schwein stehen müsste. Dann hätten wir eigentlich schon gegen das Schwein kämpfen müssen und dann wäre alles schon vorbei. Ich sollte keine Spiele entwickeln, die werden sehr schnell vorbei. Ich würde einfach den Bösewicht und den Helden im ersten Level gegenüberstellen und dann logischerweise würde der Gute drauf schießen einfach. So, okay, schieben wir das mal hier hin. Alles klar. Und hier sind gelbe Spuren auf dem Boden. Ach so, okay, das ist jetzt... Ach so, ich weiß schon, ich sehe schon. Wir müssen da jetzt rauf. Da, wo die tote Ratte liegt. Bitte, was? Ach, die hat na... Das ist keine tote Ratte, das ist ein Gehirn, oder? Oh, ich habe doch nie so ein großes Gehirn gesehen. Allgemein habe ich noch nie ein Gehirn gespürt. Da steht der, ich habe mich jetzt selber beleidigt, dass ich kein Gehirn habe. Oh mein Gott, das ist witzig. Okay, und noch einmal. Wo ist der? Da ist der, da ist der, da oben. Oh, da unten ist auch was verlockend, aber ich gehe da rein. Und hier und da. Ui. Alles klar, geschafft. Sehr gut. Huiuiuiui. Autschi. Sicherungskosten. Irgendwie mag ich's. Irgendwie ist... Ah, das muss gewechselt werden. Das hier muss auf jeden Fall hier so hinführen. Genau, da hatten wir schon. So, auf jeden Fall. Ja, wir hätten es eigentlich jetzt, oder? Ach so. Grün muss mit... Ja, klar, grün muss mit... Ja, seht ihr, zack. Hab's genau geplant. Hey, mein nächstes Opfer. Ich meine, das nicht Opfer, das ist befreit. Aha, okay. Das. Ah! Ich glaube, es ist übersteuert, oder? Oh Gott, ich glaube, es ist übersteuert. Achso, ja, übrigens muss ich ihn retten. Aber es ist auch wichtig, dass die Aufnahme nicht übersteuert ist. So, Licht an. Denn sonst sehen wir hier nicht. Aha. Okay. Doch. Wow, jetzt spreche ich schon selber. Weiter. Okay. Na gut. Ich habe Detective Carey damit beauftragt, Gordon zu verfolgen. Ihre Berichte sind bisher Standard. Der Mann arbeitet lange, geht nach Hause zu einem späten Abendessen mit seiner Familie, schläft jeden Tag dasselbe. Es gab jedoch letzte Nacht etwas, das aus dem Rahmen fiel. Er hatte 30 Minuten mit Carlas Song in seinem Auto verbracht und Songs gesingt. Was? Nichts Sexuelles, jedoch mit Sicherheit etwas, was außerhalb der Lehrer-Schüler-Beziehung steht. Sein Alibi ist nicht mehr wasserdicht. Gordon ist damit wieder einer der Hauptverdächtigen. Okay, Gordon. Was machst du hier bloß? Wer ist Gordon überhaupt? Das. Ich sehe mal hier diese Ausschlagdinger. Sorry. Ja, gehen wir mal hier lang. Wasser. Wasser ist auf dem Boden. Ich glaube, wir werden gleich in die Luft fliegen. Okay, und der nächste Sicherungskasten, der wahrscheinlich jetzt etwas schwieriger sein wird. Auf jeden Fall, fangen wir mal hier unten an. Das muss auf jeden Fall so gedreht werden. Diese Verbindung muss so. 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 Ah, okay, ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt weiß ich nicht, ob die Gelben sich kreuzen können. Ah, dürfen sie nicht. Was zum? Die dürfen sich nicht kreuzen? Okay, Gelb haben wir. Grün jetzt nur noch.
Ja, weiter hoch kommen wir nicht. Das heißt, wir müssen hier diese Kreuzung... Aha. Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Scheiße. Ah! Ja, nice! Ah, sehr gut. Oh mein Gott, ich kann ja nachdenken. Haha. Sehr gut. Na gut, dann lege ich ihn um. But be careful. He doesn't play nice. He doesn't play nice. Mit ihm ist nicht gut Kirschen essen. Wusste gar nicht, dass nice Kirschen heißt. So, alles klar, komm. Ah, spritze erstmal hier dein Anabolika. Und jetzt zerflüss mir diesen Drecksack schnell. Ich will, warte kurz. Warte, ich guck mal hier ganz kurz. Ah. Ah. So. Und die Zwischensequenz, genau, die mir nochmal Angst macht. Da war Heilung, aber die klonen wir uns gleich später noch einmal. Ich sehe jetzt schon, wie ich gleich ein paar Minuten mich aufregen werde, dass ich keine Heilung habe. Freight Elevator, okay. Gut. Finden Sie den Hebel, finden Sie den. Schmelzen Sie den Kette und retten Sie den. Ah! Jesus Christ! Gotta get out of this hellhole. Kombinationsschwester, ich liebe dich. Ich liebe dich, Spiel. Ja, wieder Kombination suchen. Oh Gott, es geht wieder los. Hier an den Wänden irgendwelche Muster, Symbole, Zeichen, irgendetwas. Es ist verdammt arschdunkel hier. Benötigt. Okay. Boom. Da hinten, okay, komm. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir übrig bleibt. Aber vielleicht auch unendlich. Nagel haben wir, sehr gut. Da brauchen wir eine polarisierte irgendwas. Ja, hier waren wir noch nicht drin. Vielleicht finden wir hier. Ah, wahrscheinlich im Klo, hä? Wahrscheinlich im Klo. Klar. Jeder scheißt gerne mal polarisierte Teile aus. Zack, ein Koppler. Na komm, ich seh nichts. Wir können nicht sehen, wie du leidest. Das ist ja langweilig. Man die wenigstens sehen können, wie du leidest. So, wir könnten jetzt den Nagel erstmal... Moment, da seht ihr die Schnur. Die führt irgendwo hin. Und ich glaube, das hier ist so ein Hinweis, dass wir zuerst den Koppler aktivieren müssen. Und weil wir hier etwas sehen, was wir nicht sehen können. Na super, toll. Dann werden wir jetzt das hier erstmal deaktivieren. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist ein Auge. Wie ging das nochmal? Ach genau, rot stoßt sich ab. Mal, ich hab's gleich. Ach, der muss auch so gedreht werden hier. So muss das sein, genau. Also der hier muss auf jeden Fall mit diesen hier verbunden werden. Ach so, ach, ich muss nur die zwei Knöpfe aktivieren. Ja klar, ach, ist immer noch verwirrend, das Ding. Für euch nicht, ich weiß, ihr hättet das rückwärts geschafft. Mit verbundenen Augen, während ihr singt und ein Kamel bändigt. So, okay. Zack, okay, das ist natürlich jetzt ein wenig einfach. Sagte er und starb. Okay, das sind jetzt vier Schlösser. Sonst waren es immer nur drei, glaube ich. So, so, so und so. Alles klar. Ah, wieder ins Klo greifen. Ah, doch nicht. Oh, sind hier die Codes? Ich will reingreifen. Ich komme nicht mehr raus. Doch. Ich möchte reingreifen ins Klo. Komm schon. Was? Dunkelheit erleuchtet. Was denn? Ich habe da eine Vermutung.
Wahrscheinlich in den Kabinen. In den Kabinen, ja. Mach zu. Mach zu. Während du drin stehst. Diese Tür zu machen? Komm, mach mal zu jetzt. Schließen. Bitte. So. Ich sehe nichts. Nichts, das die Dunkelheit erleuchtet. Ganz ehrlich. Ah, vielleicht hier in diesem Klo. Ja, dafür müssen wir es aber schließen können. Kann ich aber nicht. Super. Nee, hier passiert auch nichts. Oh mein Gott. Warte mal. Lichtschalter, sehr gut. Warum müssen wir drüben auch den Lichtschalter betätigen? Wahrscheinlich, oder? Moment. Da. Boy, du hast mich. Na komm schon, benutzen. Geht nicht, ne? Ach man, da geht's schon wieder los. Jetzt müssen wir rätseln. Das wird wieder ein toller Part hier. Eigentlich wollte ich einen extra zwei Parts an Valentinstag. Der zweite Part kommt jetzt auch für euch hier. Am 14. Aber irgendwie ist dieser Part wirklich sehr aufregend. Moment, was, wenn wir jetzt das Licht wieder ausmachen? Oh, warte, erstmal machen wir die auf. Oder lassen erstmal ein offen, ein zu. So, und jetzt machen wir das Licht wieder aus. Au! 6, 2, 6, 2 weiß kein Mensch. So, noch einmal. Wieso geht das nicht mit meiner Taschenlampe? Ah. So, erleuchten erstmal. 620. 620, sehr gut. Jetzt haben wir den Code auf jeden Fall. 620. Autsch! Na, wir müssen erst was anderes hier deaktivieren. Achso, hier in den Sicherungskasten. Na, geht doch. 620. Bam! Boah. Hat ja gut geklappt. Und speichern wir mal. Zack. Ne, eigentlich müsste ich jetzt einen Schnitt machen, aber weil ich euch so gerne habe und heute Valentinstag ist, nehme ich mal ein bisschen länger auf. Ein bisschen länger, hä? Was habt ihr heute bekommen zu Weihnachten? Zu Valentinstag? Habt ihr was bekommen? Süßigkeiten? Irgendwas anderes? Ihr wisst schon, was ich meine. Ach, wir müssen das Ding hin und her bewegen. Ups. Genau, das gehen wir jetzt, machen wir jetzt nach oben. Weil es stylisch aussieht. Muss ich da noch mehr machen? Ich hoffe nicht. Bedienungspult. Nee, da muss ich jetzt nichts mehr machen. Ich dachte, vielleicht muss ich mir irgendwie so eine Brücke. Geil! Hatscha!
Und mein Ding ist kaputt. Toll. Naja, haben wir Neues. Was war mit diesem Ding hier? Von der anderen Seite verriegelt. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt von der anderen Seite und öffnen es. Ist das hier? Aha. Ach, der hat hier auch irgendein Spielchen gespielt. Kipp den Stuhl um oder sowas, dann kommst du hier frei. Hüpf mich in den Stuhl. Wenn ich meinen umkippe, kann ich nicht mehr sitzen. Aber ich will sitzen. Scheiße. Mein Stuhlgang vielleicht. Man weiß es nicht. So, okay, gehen wir mal hier lang. Ja, jetzt müsste der Weg frei sein. Da hinten haben wir eigentlich hier hinten geguckt, was es hier so gibt. Ja, oder? Doch, bestimmt. Ach so. Hä? Moment mal. Selbstgebauter Dietrich? Hä? Gehen wir mal zurück. Ich glaube, ich muss noch andere bewegen, oder? Kann das sein? Oder reicht mir einfach dieser Weg? Hier ist nämlich dieser Fahrstuhl, genau. Und hier hinter befindet sich eine verschlossene Tür, keine Puppe. Alles klar. Dann... Ach, sind das meine Füßchen? Oh, das sind meine Füßchen. Oh Gott, ich verblute. So, zack. Schmelzen Sie Ketten und retten Sie den Käfig. Schmelzen Sie die Ketten und retten Sie den Typen im Käfig. Genau, das war's. Auch wenn ich es gerne andersrum machen würde. Oh, du Quicktime-Event, Gottes Willen. Ha, Mann, kann man es nicht einfach abmontieren? Entwaffnen. Geht doch. Machst ja auch aus einer Mücke einen Elefanten hier. Meine Güte, aber auch hier. Ach, nicht schon wieder das. Das macht keinen Spaß. Anton, you ready? Hit the switch. Moment mal, aber hier gibt es doch auch irgendwas. Hier, sieh mal. Moment mal, ich kämpfe mich erstmal hier durch. Ist das elektrisch geladen? Nee, ne? Okay, alles klar. Pass auf, pass auf, pass auf. Dann gucken wir jetzt zwei das Messer. Drei. Okay, als erstes den Nagel. Der Nagel? Der Nagel wird mit dem Messer geschnitten. Und danach bin ich tot und werde zur Schlange. Der Nagel? Der Nagel! Huh. Ach doch, klappt. Der Nagel wird mit dem Messer geschnitten. Dann bin ich tot und werde zur Schlange. Ja, geht doch. Okay, so langsam wiederholt sich alles viel zu oft hier. So, ja, muss ich denn überhaupt hier lang? Schauen wir mal. Das wird mir so vorgegeben da hinten, sodass sie hier mir irgendetwas verheimlichen wollen. Und zwar ein Puzzleteil. Sonst nichts. Kein Revolver, Schrotflinte, Panzerfaust. Ein Panzer. Eine Faust. Na, gehen wir zurück. Ist klar. So, dann rennen wir jetzt mal rüber. Mit Quicktime-Event, hundertprozentig. Nichts. Ihr habt mich nicht ausreden lassen. Hundertprozentig nicht, wollte ich sagen. Und hier ist jetzt ein Geheimnis. Toll. Fallakte. Ich bin heute zu Jill Tucks Apartment, um nach dem Vorfall in der kostenlosen Ambulanz zu fragen. Sie scheint wie jeder in der Situation wegen dem Tod ihres ungeborenen Sohnes verzweifelt zu sein. Mein Bauchgefühl sorgt mir, dass sie unmöglich involviert sein kann. Sie passt einfach nicht ins Täterprofil und zeigt extrovertierte Emotionen, wenn über den Vorfall gesprochen wird. Ein Mörder würde versuchen, sie zu unterdrücken oder zu verstecken. Sie hat mir sogar erzählt, dass sie ihren Sohn Gideon nennen wollte. Mein Nachbar ist ein Gideon. Tucks Alibi ist auch lupenrein. Sie hat in der Nacht von Wilson Mord eine Doppelschicht in der kostenlosen Ambulanz gearbeitet. Bei etwas habe ich jedoch gestockt. Als sie danach gefragt haben, wer der Vater des Kindes war, sagte sie John Kramer. Warum hört sich der Name so bekannt an? John Kramer ist doch hier so ein Arschloch. Ist es nicht irgendwie so dieser Polizist da? Jetzt habe ich die Heilung nicht aufgehoben, ich Idiot. Ich wusste doch, ich hätte sie nehmen sollen. Okay, alles klar. Der Typ... Wir sind schon auf der... Wir sind schon fast bei ihm. Ach, das ist der Typ. Der bringt was zum Schweben und kann nicht zählen. Oh Gott, nicht schon wieder. Oh nein. Schießt du? Nein. Ja. Fünf. Sechs. Sechs Schuss. Okay, sechs Schuss hat so ein Revolver. Alles klar. Versteck dich. Drei. Drei. Vier. Fünf.
6. Und weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, Lichterrätsel, sehr gut. Das habe ich jetzt hingekriegt. Ich weiß jetzt, wie es geht. Okay, kriegen wir hin. So, machen wir jetzt erstmal die aus, den aus. Einfach alles mal auf eine Seite kriegen. Und ah, warte, wie geht das nochmal? Ja, mit Dachdecken geht es irgendwie auch irgendwie langsamer, wollte ich gerade sagen. Okay, gut, dann denken wir doch nach. Ach, hier, zack. Moment mal. Ach ja, dann geht's rechts an. Das heißt, die beiden hier müssen leuchten. Achso, hab's hingekriegt. Ja, klar. Ha, zack. So wie ich es wollte, genau. Die beiden am Ende leuchten. Irgendwie nicht. Wow. Ach, der lädt nach, der lädt nach. Eins. 2, 3, 4, 5, 6. Ja. 2, 3, 5, 6. Gott, wie dumm der ist. Sorry, aber das muss man echt sagen. Der ist echt dumm. Da war gerade irgendetwas, oder? Konnte ich was aufheben? Ich weiß nicht, aber wir müssen die Augen echt offen halten hier. X! X! Ha! Ein Satz mit X, das war wohl nix. Alles klar. Bam! Oh, was war das? Ein Furzkissenbehälter? Was war das, Mann? Okay, irgendetwas Stinkiges. Aber gut, wir haben jetzt hier dieses Ventil. Alles klar, das brauchen wir ja. Genau, ein Hebel. Ein Ventil und ein Hebel. War das nicht so? Oder? Ich weiß es nicht. Ja, könnt ihr Pause drücken und das durchlesen. Das dauert mir viel zu lange da. So, Mixband. Bam. Keine Ahnung, wofür ich das bekommen habe. Aber egal, ich habe es bekommen und damit bin ich glücklich. Will ich erstmal meiner Freundin gleich erzählen. Ich habe ein Mixband bekommen. Oh, geil. Und jetzt? Oh, weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe es bekommen. Das ist versiegelt. Dann gehen wir jetzt mal in welche Richtung? Ich würde sagen, dahin. Ja, das sieht ganz einladend aus. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Wie ich die Säure steuere. Oh, okay. Alles klar, jetzt müssen wir Säure steuern. Ja, gut. Wenn es sein muss. Das war's. Das wird dich Säure steuern? Kreis drücken? Na gut. Hab's geschafft. Warum nicht? Und jetzt muss ich dich vermöbeln. Thank you. Take this key. Jigsaw said you needed it, I think. Now, I just gotta wait here. It's what he said. Just wait here and my brother would be okay. Ich bin auch dein Bruder, ey. Hallo, Anton. You are a mercenary for hire, specializing in terror. Your particular method of choice is throwing corrosive acid on the faces of your victims. This ensures that even if they live, they have no chance to surgically repair their faces, leaving them forever scarred. Weil das ist halt jetzt like. Okay. There's an acid drip on the chain to your cage. The son of the officer that put you in prison will decide whether you escape unarmed or you burn like your victims. Okay. Okay, 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 okay. Ja, aber scheiße, ne? Blöd gelaufen, hab ihn befreit. Ups. Okay, wo muss ich jetzt hin? Versiegelt. Hier ist. Was ist. Wie? Was soll der denn machen? Der hat bestimmt keine Chance gehabt zu überleben. War das nicht so? Ab irgendeinem Saw-Teil haben die Opfer auch gar keine Chance mehr zu überleben, weil es ja nicht mehr der Jigsaw macht, sondern jemand anderes. Oh mein Gott. Okay, komm, das machen wir noch.
Und dann mache ich aber erstmal hier einen kleinen Schnitt. Gelb muss zu gelb. Au! Das ist aber falsch. Scheiße. Ach komm, das machen wir erstmal im nächsten Part. Das dauert nicht viel zu lange hier und wir nehmen schon ganz ordentlich auf. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder mit diesem Rätsel. Das wird doch ein Spaß. Und dabei esse ich dann eine Brezel. Nein, werde ich nicht. Ich habe kein Geld dafür. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Euer Harley.